Alles beginnt mit einer Hochwasserwarnung von einem der bundesweit verteilten Landeshochwasserzentren. Das Signal für die Gefährdungsstufe 1 lässt zuerst zwei der insgesamt 8 Pumpen anspringen, sodass diese über unterirdisch verlegte Rohre Wasser aus dem Fluss pumpen. Zur Stabilisierung sind die Rohrenden in Beton eingegossen. Der Strom zum Betrieb der Pumpen kommt von einem Dieselaggregat. Gleichzeitig liefert das durch die Rohre strömende Wasser aber auch wieder Energie. Dazu wird das Flusswasser in der Pumpstation über eine größere Pumpe angesaugt, auf die Qualität von Industriewasser gefiltert und durch spezielle Peltenturbinen geleitet. Diese liefern elektrischen Strom, mit dem sich ein Teil der Anlagen betreiben lässt. Strom, der aktuell nicht benötigt wird, lädt an Energiespeicher oder kann ertragbringend ins Stromnetz eingespeist werden. Das Wasser aus dem Fluss gelangt anschließend in ein Auffangbecken. Für den Fall stärkerer Hochwasserschübe meldet das Landeshochwasserzentrum Gefährdungsstufe Orange, bei der 4 Pumpen anlaufen, oder sogar Gefährdungsstufe Rot, dann fördern alle 8 Pumpen das Wasser aus dem Fluss. Sinkt der Wasserspiegel im Fluss allmählich, kann das im Auffangbecken gehaltene Wasser wieder zurückgeleitet werden. In Zeiten geringerer Flutgefahr kann die gesamte Anlage zur preiswerten Lieferung von Industriewasser oder beispielsweise auch zur Fischzucht verwendet werden. Die Verbindung zum Fluss sorgt für frisches Wasser im Fischbecken und die für den gelegentlichen Wasseraustausch notwendige Pumpleistung lässt sich problemlos aus dem Energiespeicher beziehen. Üblicherweise stehen mehrere Pumpanlagen an einem Fluss, sodass selbst bei einer überraschend auftretenden Flut genug freie Reservebecken zur Aufnahme des Flusswassers zur Verfügung stehen. Und da die Anlagen jeglichen Pegelanstieg des Flusses automatisch und reaktionsschnell kompensieren, werden Überschwemmungen wirkungsvoll verhindert.